Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werden wir alle Weltmeister sein. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 341. Gute-Nacht-Geschichte. Es ist Montag, der 2. August. Ich hoffe, ihr seid schon in diese neue Woche gut hereingekommen, hattet viel Spaß, konntet tolle Dinge erleben und habt jetzt einen fantastischen Abend. Das mit dem Schlafen klappt übrigens noch besser. Wisst ihr wie? Natürlich, wenn man sich reckt und streckt. Also ich lade euch ein, nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Uiuiui. Wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, dass ihr heute am Montagabend die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Seid ihr bereit? Vorher noch ein kleiner Hinweis für alle Eltern. Bitte folgt diesem Podcast, drückt den Folgen-Button bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now oder wo ihr ihn auch immer hört. Und richtig toll wäre es, wenn ihr zum Beispiel bei Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen könntet und eine Rezension schreibt. Dafür würde ich mich wirklich ganz recht herzlich bedanken. Aber jetzt die 341. Gute-Nacht-Geschichte von echten Titelhelden. Drei Titelhelden sind heute gleich an der Reihe. Sabrina, sie ist keine Titelheldin, sie ist die Mama von Helena und sie hat geschrieben, dass ihre Tochter zusammen mit ihren zwei besten Freunden einmal Titelheld bei Ab ins Bett werden möchte. Und heute werden die drei zum Weltmeister. In welcher Disziplin? Das hört ihr jetzt. Helena, Bella und Noah werden Weltmeister. Helena, Bella und Noah sind drei ganz normale Kinder. Sie lieben es, zusammen zu spielen, sie lieben es, Quatsch zu machen, aber am allermeisten lieben sie es, wenn es unter ihren Füßen weich wird. Ja, wie ist denn das gemeint? Ja, die drei lieben es, zu springen und zu hüpfen. Und das könnten sie den ganzen Tag machen, so als gäbe es kein Morgen mehr. Das ist nämlich die absolute Lieblings-Lieblingsbeschäftigung. Helena ist 4 Jahre alt, genauso alt wie ihre Freundin Bella und dessen Bruder Noah, der ist 6 Jahre alt. Und alle drei haben eins gemeinsam. Sie wollen unbedingt auf dem Bett hüpfen und springen und sie lieben es zu toben. Stillsitzen, das ist für die drei gar nichts. Aber rumtoben, das macht dafür umso mehr Spaß. Helena liegt heute im Bett. Genauso wie Bella und Noah. An Schlafen können die drei noch gar nicht denken. Alle drei übernachten heute zusammen. Sie haben eine wilde Übernachtungsparty hinter sich. Doch das eigentliche Highlight, das beginnt jetzt erst. Eigentlich sollten sie die Augen längst geschlossen haben. Der Podcast ist schon vorbei und sie sollten schlafen. Doch daraus wurde nichts. Die drei verwandelten die Betten in ein riesengroßes Trampolin. Und genau als die Augen zugingen, ging die Riesenhüpferei los. Zum Glück schläft aber die Mama von Helena, die Sabrina, schon. Das heißt, die drei können ungestört hüpfen. Auf den Matratzen, im Bett. Und es springt sich so, als hätten sie ein Trampolin oder riesenlange Federn an ihren Füßen. Sie nehmen nur einen kurzen Anlauf und der Hüpfer geht bis an die Decke. Tatsächlich, sie springen so hoch, dass sie sich fast den Kopf an der Zimmerdecke anstoßen. Helena, Noah und Bella kommen auf eine Idee. Was passiert denn, wenn wir unsere Betten nach draußen stellen? Die drei überlegten nicht lang. Sie zogen an der Matratze und schoben sie direkt vor die Haustür. Draußen sprangen sie weiter. Und in der Tat, nachdem es ja draußen keine Zimmerdecke gab, sprangen sie so hoch, dass sie draußen fast zuerst die Wolken und dann den Mond berührten. Unfassbar! So muss sich Schwerelosigkeit anfühlen, rief Noah, als er von oben nach unten sprang und von unten nach oben. Die ganze Nacht ging es so, ohne Unterbrechung. Hüpfen, springen, toben. Und Mama Sabrina lag in ihrem Bett, hat nichts mitbekommen
und träumte von drei entspannten, schlafenden Kindern. Doch die drei hatten noch viel mehr im Sinn. Wir werden Weltmeister. Wir werden Dauerhüpf- und Springweltmeister. So lange wie wir ist noch niemand vor uns gesprungen, beschlossen sie und sprangen die ganze Nacht weiter. Einmal ging ein Sprung so hoch, dass Helena beinahe die Erdatmosphäre verlassen hätte. Und auch Bella und Noah sprangen so eifrig weiter, dass sie mit den Sternen abklatschen konnten. Ein kleines High Five mit jedem Stern, den sie fast berührten. Das machte verdammt viel Spaß. Und in der Tat, sie haben ihn sich verdient, denn als sie früh morgens um 6 doch langsam müde wurden, da waren sich die drei sicher. Helena, Bella und Noah sind die neuen Weltmeister im Dauerspringen. Noch nie sind drei Kinder auf einer Matratze die ganze Nacht durchgesprungen und haben den Mond und ganz viele andere Sterne berührt und mit ihnen abgeklatscht. Doch das sollte noch nicht alles sein. Am nächsten Morgen wachten die drei auf. Und es fühlt sich so an, als seien sie die ganze Nacht gehüpft und gesprungen. Vielleicht sind sie das ja auch. Am nächsten Morgen erzählten sie alles Sabrina, Helenas Mama. Und sie sagten ganz stolz, dass Helena, Bella und Noah nun neue Weltmeister sind im Dauerspringen. Denn sie haben mir die ganze Nacht nichts anderes gemacht. Sie sind immer nur gesprungen, gesprungen, gesprungen. Doch Sabrina konnte es nicht so recht glauben. Sie streichelte ihre Tochter über den Kopf und sagt, ja, ja, ihr seid wahrscheinlich Schlafweltmeister oder Traumweltmeister. Zumindest wissen aber die drei Freunde, was sie gestern Abend erlebt haben. Oder zumindest gemeinsam geträumt haben. Denn Helena, Bella und Noah, die drei wissen, genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes und nicht zu viel springen. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Dann mit der Geschichte Diego und der goldene Ninja.